Herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute einen Mercedes Arox Agrar. Die gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Sieht schon mal ganz cool aus hier mit Mulde. Und die gibt es aber auch hier die ganz normale 4x4. Dann gibt es ein bisschen Lowered Chassis, dann dieses Agrar. Also in dem Fall dieser Muldenkipper hier. Auch ein bisschen tiefer hier liegt. Also sieht ganz cool aus. Wir lassen jetzt aber mal. Wir gehen jetzt nochmal raus wegen dem Aufbau. Ach nee, warte mal. Die Reifen, die sind ja hier mit dabei. Da, zack. Wo waren sie jetzt? Da. Na, da ist er jetzt. Also Reifen und Felgen sind hier mit inklusive. Schauen wir mal, was alles mit dabei ist. Rauch. Rundumleuchten. Arbeitsscheinwerfer. Slots. Alter, geil. Das ist ein mega hier, ey. Das ist ja richtig geil. Das ist nicht schlecht hier. Spiegel. Das bleibt. Flaggen-DLC. Ich sehe schon, Sissels Interieur-Add-on ist hier kompatibel. Feuerlöscher. Ja. Nochmal Feuerlöscher. Dann haben wir hier. Coole Anbauparts hier, ey. Geil. Hier ist so ein Schwergewicht vorne dran. Gar nicht so schlecht. Kann auch noch ein paar Lampen hinbauen. Wenn man möchte. Mache ich jetzt mal. Hier kann man noch Warning Flex hinbauen. Oh, sieht cool aus. Das rockt ja richtig hier. Guck mal, haben wir hier so Kies. Nee, das ist Mais. Mais ist das ja. Jetzt sieht man das Mais. Oder leer. Kommt, wenn die mal Mais. Und das bleibt hier. Im Interieur. Schauen wir mal. Also es ist kompatibel mit Sissels Interieur. Und das sehe ich jetzt hier schon. Da könnt ihr dann hier praktisch noch ein bisschen Klimbim reinhauen. Finde ich ganz witzig. Also seht ihr selber hier das ganze Zeug. Habe ich jetzt natürlich nicht aktiviert. Hatte ich ja nicht gewusst. Ja. Aber gibt's. Funktioniert. Dann. Deshalb könnt ihr hier noch auf dem Zeug rein machen, wenn ihr wollt. Aber ich kann die Kamera gar nicht weiter drehen jetzt hier. Schade. Egal. Aber echt coole Sache hier. Hier ist auch noch ein Trailer mit dabei. Das zeige ich euch jetzt einmal zu finden beim Aufliegehändler. Also Standalone. Unable. Wie auch immer. So sieht er aus. Schauen wir mal. Trailer, Kipper. Farbe bleibt gelb. Und anbauen könnt ihr hier halt nichts. Da ist halt wie es, ne? Bestätigen. Kaufen. Dann wollen wir den gleich mal ankuppeln. Zack. Frachtmarkt. Und dann gucken wir mal. Also hier habt ihr Mais. Das ist das, was ich schon ausgesucht habe. Reis und Hanf, Boden oder was auch immer. Irgendwie sowas hier, ne? Und da suche ich mir jetzt hier was raus. Natürlich Mais. Und dann gucken wir mal. So, Trailer ist dran. Ware ist dran. Schauen wir uns mal das komplette Gefährt mal an. Achse lenkt mit. Trailerkabel. Lenkbare Achse. Sehr toll. Cool. Kommen wir zum Lichttest. Standlicht. Leuchten sogar diese Reflexionsstreifen leuchten hier. Abblendlicht. Fernlicht.
Positionsleuchten fehlen mir leider noch ein bisschen an der Seite, das wäre noch gut gewesen. Ansonsten funktioniert hier alles, ne? Schönes Gefährt, kann man nicht meckern. So, kommen wir mal zum Fazit. Also dieser Mercedes Arox in der Agrarversion, den gibt es in, ja, in verschiedenen Varianten jetzt hier auch als 4x4 oder 4x2. Ihr könnt natürlich auch kleine Reifen abändern. Oder dann mit diesem Muldenaufbau hier. Der gefällt mir sehr gut. Macht echt Laune, denn Fracht ist hinterlegt. Könnt auch, habt ihr ja gesehen, hier Mais und so oder Reis oder was auch immer fahren. Das ist echt ganz gut gemacht. Hier im Inneren, Kabinen-DLC, funktioniert. Das läuft alles auch kompatibel mit Sizzles Interieur Add-on. Trailerkabel mit dabei, Trailer mit dabei, Standalone. Ihr könnt zwar dran nichts machen, aber die Definition stimmt. Das ist schon mal gut. Und ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Zack. Wir haben jetzt hier die großen Reifen drauf. Die können wir leider nicht ändern. Das ist vielleicht noch ein bisschen schade. Denn beim Arox ist es nämlich möglich, dass ihr auch die kleinen Reifen nutzen könnt, die Standardreifen halt, ne? Von SCS oder von 50k Wheels oder was auch immer. Beim Trailer geht es leider nicht, dann wäre er jetzt hier nicht so wuchtig, aber ist jetzt hier halt nur mal so hinterlegt. Das wäre jetzt noch ein cooles Feature gewesen, wenn man da noch die Reifen abändern hätte können, auch beim Trailer. Gut, nichtsdestotrotz, echt cooler Mod, mir gefällt er. Und auf alle Fälle, ja, passt. Habt ihr noch Fragen dazu, dann dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren, ansonsten lasst einen dicken Daumen da, weil das ist was, was wir nicht alle Tage haben. Und deshalb Daumen da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen und, boah, wie schon gesagt, bei Fragen einfach kommentieren. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.